Bonjour, nous sommes Vénéis Terps, de Erfahrung interessiert. Et je d'initiative Vendangeur d'un jour vom Saint-Vira, de syndicat des vignerons indépendants d'Alsace, qui est mort pour eux. Wir können es probieren bis Ende September, aber morgen, am Samstag, der 23. ist der Herbst solidarisch beim Francis Bäcker in Dorlisheim auf der Wienstrasse, denn es geht um Krebsforschung zu unterstützen. Hallo Sandrine, de Moria, willkommen. Sandrine, immer. Hansi, Charles. Ja. Und jetzt schaffen wir hier zwei, anstatt ich alleine. Was ist das für eine Rebsorte? Hier haben wir einen Auxerrois, mit dem machen wir Crémant. Voilà, du kannst hier anfangen. Ist Herbst eine Kunst? Das ist keine Kunst, ist so wie alles. Ja, ich habe sie richtig rumschauen, dann geht es noch besser. Voilà. So? Voilà, prima. Die erste ist in Ordnung. Und die gebe ich nicht zum Valérie. Hier zum Valérie. Raymond. Mach ich noch so. Voilà. Super gut. Ah, du siehst. Siehst du? Francis, Vendangeur d'un jour. Ja. Wie läuft das heute ab? Das heißt, wir nehmen unsere Vendangeur d'un jour in Begriff. Wir integrieren sie in unsere Equipe von Herbstlied und sie machen den Herbst da. So wie unsere Herbster, der ganze damit. Warum ist das Ereignis bei euch solidarisch? In den ersten 6 Monaten, als ich krank war, habe ich die Idee bekommen, für mit diesen Leuten, die sie total, total widmen, in unseren Kranken, in ihren Patienten widmen, etwas solidarisch zu organisieren. Und ich habe im Spital so viel geredet von der AWO, vom Wien, als die Idee gekommen, für mit den ganzen Herbsten. Und wir Onkologen, Hämatologen, Infirmiere, Aide-soignante und Patienten miteinander machen Herbsten. Das ist richtig eine solidarische Aktion. Jean-Paul, ist das das erste Mal, dass nach Herbst? Ja, Sandrine, das ist das erste Mal. Ja. Ich finde das wunderbar. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich frei und in Form. Quoi. Was bringt dich so da wie heute in der Rebe? Nach dem, was wir mitgemacht haben, alles, finde ich das erstklassig, weil wir mal gelaufen haben und so. Und ich glaube, das ist die beste Medizin für was wir haben, unsere Krankheiten. Dass das besser wird und positiv. Man denkt nicht dran an Krankheit, wenn man am Herbst ist. Wer ist d'accord für Kass? Guten Morgen! Ich! Hoppla, alles am Hof! Wer will wissen, wer will rodern? Es ist das Brot vom Randonneur. Und dann haben wir alles, was wir brauchen für Wandern. Und ohne mitzuwahren und gut mitzunehmen. Voilà. Also nachhaft und geschmacksvoll? Genau. Oui. Olivier, vit-on mieux le cancer en s'ouvrant à la nature et aux autres? Tout à fait. C'est revivifiant déjà, en s'ouvrant aux autres. Ça resolidarise parce que la maladie peut entraîner les gens à se replier sur eux. Donc tous les bénéfices sont dans la nature, sont dans l'activité physique adaptée à son rythme. Guy, was erwartet noch von den Leuten, wie Maurier kommen? Die Herbste solidär, das Wandern solidär, das heisst, Leute, in denen Leute wie gepflegt werden für den Krebs, in Behandlung sind, unter die Leute zu kommen und wieder in die Natur. Und wenn es geht, will Bewegung als Bewegung. Das ganze Jahr durch, sagen wir, bewegen nicht, bleiben nicht haben, sperren ich nicht hin. Und die Wandern solidär, der Francis Bäcker und seine Frau Nadine, haben gemacht, dass uns Retribution zurückkommt für Alsace contre le Cancer. Für uns sehr wichtig, weil wir leben schon nur von Spenden und schon von nichts anderes. Wie tut Alsace contre le Cancer seit 30 Jahren Patienten begleiten? Zum Beispiel 2022, letztes Jahr, haben wir 1210 Patienten akkompagniert mit Soins de Support. Das heisst Gymnastik adaptée, Art-Therapie, Musikotherapie. So menschliche Momente müssen wir, wie der Joël Briand macht, einfach genießen. Wir wünschen euch ein angenehmes Wochenende. Bis bald! Ich bin Joël Briand,
Und ich stamme von Veyo neben Trüdingen, aber wohne in Strasbourg. Wo schaffst du? Im ESAT Le Petit Prince, wo zu der Fédération jetzt geht, wo man noch Konditionen machen von Stängeln, zum Beispiel von den Ohren, die Doktor benutzen. Als Hobby? Tier an der Karabine, da haben wir ein System, wo auf der Karabine elektronische Brille ist. Und wir schießen mit dem Kopierer. Und wenn wir aufs Ziel gehen, haben wir einen hohen Ton. Und je tiefer das der Ton ist, je näher ist man vom Meter vom Ziel. Ne? Bist du frech oder frech? Frech, wenn jemand mich sucht. Findet er dich? Ja. Hast du ein Lieblingswort auf Elsassisch? Herzele habe ich gern von Lieblingswort, ja. Wo nimmst du uns mit in die Ferien? Ein Land, wo ich schon, eine Stadt, wo ich schon gewohnt bin, ist Montreal. Ah. Die Leute sind sehr gefetzt und ich bin mal in Ferien dort gewohnt. Ich habe einen Bruder, der anderthalb Jahre hoch gewohnt ist in Montreal. Was würdest du uns noch sagen? Es hat mich gefreut, für die Sendung mitzumachen. Uns auch. Merci. Merci.